Unsere Minecraft- und Multiplayer-Projekte werden euch präsentiert von GameX. Serverpower von Gamern für Gamer. Mehr Infos unter gamex.net. So, und hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier beim Landwirtschaftssimulator. Lasst uns zusammenspielen. Heute mache ich mal Ansage, einfach mal so beschlossen, konservativ. Mit dabei sind wieder der Garda. Hallo. Und der Six. Servus. Und der Spence. Moin. Und der Lukas. Hallo. Und ja, heute machen wir wieder irgendwas. Warum liegt da ein Fass, ein Gewicht hinterm Zahn? Six, du hast aufgepasst. Ich glaube, Garda will heute nicht reden. Ja, ich warte jetzt drauf, dass du so richtig Schwung hier reinbringst in den Laden. Ach so. Wieso kann ich keine Geräte mehr besteigen? Was ist denn eigentlich los hier? Da kannst du lang warten. Was ist mit dem hier? Ach, der Helfer hat sich festgefahren. Ja, wir werden langfristig oder kurz, auf kurz oder lang, oder wie auch immer man das nennen soll, werden wir natürlich diesen Mähdrescher auch mal, was ist denn jetzt los? Werden wir diesen Mähdrescher mal austauschen gegen den 770er von Original Class, von dem Mod-Team, das für Original Class die Dinger baut. Ich glaube, das hatten wir schon mal erzählt, oder? Nein. So lange nehmen wir mit dem noch Vorlieb hier. Weil, ja, diese Sachen wie mit dem Korntank, der halt deutlich zu groß ist und so, das wollen wir ja nicht. Wir sind ja keine Cheater, wir haben jetzt hoffe ich, dass... Ah, es funktioniert, okay. Ja, hier die Maschine ist auch fertig, wunderbar. Dann können wir das schon mal wieder bestellen hier. Mal gucken, ob der Spence das eigenständig macht oder ob ich das erst wieder erzählen muss. Was bestellen? Ist schon gut. So, was ich denn? Zum Teufel? Hier steht der Kramer mit dem riesigen Grubber dran. Ja, es geht alles. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Gülle fahren. No. Fahr mal das Ding gleich weg, Lukas. Ja, welches? Ja, da wusst du nicht was, der war so mäßig auf dem Feld rumsteht. Der Häcksler. Moment. Weil, ne, wer keine Felder bestellt, der kriegt halt kein Geld. Sagt schon meine Oma. Und deswegen hier, ich hatte ja eben bei dem einen da die Seemaschine eingeschaltet. Wollen wir hier jetzt noch ein bisschen Gülle hinterherfahren, damit auch der Ertrag steigt. Du willst mich verarschen, oder? Ist der kleine Kramer das riesige 3000 Tonnen schwere Güllefass zieht. Bist du doch. Ja, ich seh's. Ja, ich nehme einen anderen Träger. Komm. Es geht auch ein bisschen schneller. Ein bisschen. Ja, geringfügig. Und wir würden natürlich gerne von euch wissen, jetzt, wir haben ja noch einen weiteren Mann dabei, der nie was sagt, aber immerhin mithilft. Was kann man einem solchen Menschen sagen, damit er nicht so schüchtern ist? Lukas. Dass er mehr redet. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn der Lukas nur dummes Zeug macht, dann macht er übrigens nicht mehr mit. Raus. Ich denke gerade über eine Kommentarfrage nach. Es wurde gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Es war ein sonniger Herbstabend. Die Blätter fielen vom Himmel. Es war schon so dunkel geworden, dass die Sonne über dem Horizont fast ihr Leben eingebüßt hätte. Und die ersten Sterne am Himmel erschienen. Und da saß er vor seiner Mine in Minecraft, erschöpft von einem Tag voller schwerer Arbeit auf dem MMO-Infos Powered by GameX Minecraft Server. Du musst Garderol sein, sagte er. Ja, der bin ich. Wer bist denn du? Ich bin Lukas. Aber die meisten nennen mich Luki oder perverse Sau.
Ja, so haben wir uns kennengelernt. Genau, so. Hab ich das jetzt nicht wie, richtig wiedergegeben, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also, es ist schon über ein Jahr her. Damals. Das weiß ich. Es war kurz nach Weihnachten. War ich noch so der, ja, ja? Der von Servern das Bild hatte, dass man da drauf ist und nach 2 Wochen den Server wechselt. Und das, ja, da muss man mal sagen, da kanntest du noch nicht den super endgeilen Server von uns mit dem super endgeilen Six und dem super endgeilen Garda und ja. Spence, ja. Fährst du den Hof rein? Soll ich zum Hof fahren? Ja, und den Silo rein. Ja, ich wollte dich nicht beiden unterbrechen. Ja. Ich dachte mir dann, ich schreibe da mal eine Bewerbung. Also ich habe erstmal all die arschgeilen Minecraft-Videos von Garda angeschaut. Hab mir dann gedacht, okay, ich will mehr von dem Server sehen, ich bewerbe mich dann. Hab meine Bewerbung geschrieben, war dann nach 3 Wochen ungefähr, ja, nach 3 Wochen. Ich hatte schon aufgegeben gehabt, aber hab dann wieder mal reingeschaut und dann war ich freigeschalten und bin dann natürlich auf den Server. Da waren wir noch in der alten Welt, dort habe ich dann eine Insel so ziemlich am Maprand gebaut. Schön Schienen verlegt, Bahnhof gebaut. Ich wollte einen riesigen Garda hinbauen. Dann kam der Tag, als Garda die Map-Grenze eingefügt hat. Und ich nicht mehr auf meine Insel konnte. Ach, du warst das? Ich war das. Ehrlich, warst du das damals? Ich wusste gar nicht mehr, wer das noch war, aber... Das war ich. Da habe ich mir dann gedacht, ja, toll. Dann hat der liebe Momo, also auf dem Server waren ja alle voll nett, hat mich schon gewundert, warum hier so eine geile Community ist. Hat Momo gesagt, ja, kein Problem, kommst du zu mir, baust bei mir was. Und ja, dann haben wir da einen Haufen Scheiße gebaut halt. Also man muss das jetzt mal kurz den Ablauf festhalten. Da wollte ich ja eigentlich eine super große Statue von Garda bauen. Und dann bin ich zu Momo gegangen und dann haben wir da den großen Haufen Scheiße gebaut. Ich wollte es nur noch mal kurz zusammenfassen. Ja, und dann? Moment. Ich paue. Ach, gute. Der Six haben wir auf 120 Tempo gestellt, obwohl wir hier am Sehen sind. Ah, das ist schon so ein Intelligenzbolzen. Ja, weil sonst das andere Feld nicht nachwächst. Da ist ja bloß das halbe Feld fertig gewesen. Ja. Ja, dann sind wir in die neue Welt gekommen und haben dann dort die Tunnel gegraben. Und zu den Tunneln kam der nächste Fail. Ich habe mir mal so gedacht, also wir hatten den ersten Tunnel ziemlich gegraben gehabt. Und dann bin ich am Morgen allein online gekommen, war niemand da. Habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich könnte ja mal die Abfahrt mit Holz auskleiden. Habe ich dann gemacht. 3 Tage später bin ich wiedergekommen. Nein. Und habe gesehen, dass die Abfahrt versetzt wurde. Das war auch nicht. Oh. Lukas, eigentlich müsstest du mich hassen. Warum liebst du mich trotzdem? Weiß ich nicht. Ja. Das höre ich häufiger. Ich weiß noch, dass du mich mal gehasst hast. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht mehr. Also irgendwie... Irgendwas war das. Ja, vielleicht einfach nur deine Art oder so. Habe ich dir dann nicht ein Geschenk hingestellt? Ach ja, du hast mein halbes Haus abgerissen. Oder irgendwas, ohne zu fragen, irgendwas gemacht oder so. Oder irgendwem was geschenkt und mir nicht oder so. Ach, keine Ahnung. Nee, irgendwie sowas, ja. Ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt. Ich habe dich, glaube ich, beleidigt oder so. Ja, ist ja nicht schwer. Soll ein so ein Grammer bei uns am Hof bleiben? Hätte ich schon sagen, oder? Oh, leck! Ja. Ja, und dann? Auf dem Server hatte ich dann... Irgendwann war der Bahnhof fertig, also... Das im Gegensatz zu unserem aktuellen Bahnhof. Ja. Und dann kam der Tobi und hat... Ach, also Garda hat den Tobi gefragt, ob er den Bahnhof umbauen kann, ob er ihn schön umbauen kann. Und das haben sie dann gemacht, so im Burg-Style und immer noch aus Kopf.
Und ja, keine Ahnung, wie du dann auf den Titel Chefdesigner gekommen bist. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte mich nur ein bisschen einschleimen. Achso. Okay. Wieder gut machen. Das wusste ja damals im Ring. Und irgendwann bin ich dann halt auch online gekommen und war plötzlich Mod. Weil? Das habe ich mit entschieden. Oh, okay. Da darf ich jetzt einmal was sagen. Ja, 3 Minuten hast du noch, Six, wenn du deine Geschichte noch erzählen willst. Ja, nee, es war schon bloß, dass ich das mit entschieden habe. Ja, aber wo kennen wir uns denn her? Wir? Vom... Ja, wartet jetzt. Schreiten wir erstmal weiter in die Gegenwart. Und dann gehen wir ganz weit zurück. Hm. Okay. Auf dem Server ist dann viel passiert. Events. Es ist viel passiert. Oh. Neue Member und irgendwann kam dann halt auch der Spence. Noch gar nicht so lange, Herr Spence wieder. Scheiße, August. Dann. August, ja, genau. Ja. Und mit Spence hat man, oder hatten wir nicht nur, sondern haben wir immer noch viel Spaß. Jede Menge Spaß. Spaß, ja, genau. Wir müssen mal, ich muss sowieso mal wieder online kommen, weil so ein paar Leute aus der Community ja mittlerweile auf unserem Server sind. Unter anderem mein größter neuer Fan. Na, doch Chris, nicht. Der bringt's ja nicht mehr, muss man ja echt mal sagen. Super, Lukas. Und ich habe ja gehört, der ist heute online gewesen. Ja. Ja, und der ist sicherlich auch so ein ganz super netter Typ, nicht wahr? Auf jeden Fall, ja. Also. Achso, wir haben ja übrigens noch so ein paar Bewerbungen. Die wollte ich übrigens noch aufnehmen. Fällt mir gerade mal so ein, bevor ich sie vergesse. Unbedingt. Zum Beispiel, jemand sucht einen Altersruhesitz. Genau der. Ja. Genau der. Und noch so ein paar andere. Also, da werden wir wieder durchgehen mal müssen. Ja. Und ja, am Bahnhof hat sich auch ein bisschen getan. Ja, da war ja was mit dem Bahnhof, ne? Mhm. Na, nicht um den Bahnhof rum, ne? Nee. Lukas, möchtest du die Geschichte erzählen? Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten, 7 Sekunden. Dann in der nächsten Folge. So, das denn heißt? Ach, scheiß drauf. Im Bahnhof, ja. Ich bin mir sicher, dass unter euch Landwirtschaftssimulator-Fans auch ein paar Minecraft-Fans dabei sind, die unser Megaprojekt gucken. Unser Let's Megaprojekt, oder wie es immer heißt. Lass uns Megaprojekt. Genau, so. Es gibt ja so das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Das trifft da auch mehr oder weniger zu, weil halt manche Zuschauer mochten es so lieber und manche so. Ja, ich meinte, ich bezog mich jetzt eigentlich auf den alten Bahnhof, Lukas. Ach so. Was da passiert ist. Oh. Also ich verstehe, dass du es verdrängen möchtest, aber... Also muss ich das so vorstellen. Ihr kennt ja meine Minecraft-Videos, einige davon auch sehr erfolgreich. Und am erfolgreichsten sind die eigentlich, wo ich so Tutorials mache zu dem Plugin Traincards und Co. Und der alte Bahnhof, das war mein Steckenpferd. Da habe ich also die meiste Zeit meiner Minecraft-Zeit habe ich in den Bahnhof reingesteckt. Hier was erweitert, da was neu gebaut. Ich war nie zufrieden. Habe da so viele hunderte Stunden reingesteckt und so weiter. Und dann, irgendwann... Eines Tages, wo ich dachte, ja, jetzt das alles gut, schön, läuft alles, wir waren doch schon auf der neuen Map, da dachte ich, geh doch nochmal in deinen alten Bahnhof zurück und guck dir da so ein paar Sachen an. Da bin ich da, muss ich sagen, ich hatte eine kleine Minecraft-Pause gemacht und war lange Zeit nicht mehr online gewesen. Ja, und dann bin ich halt wieder online gekommen und so und fahre dann so vom Spawnpunkt, weil ich aus irgendeinem Grund wieder zurückgesetzt wurde, fahre ich so Richtung altem Bahnhof. Also der Bahnhof, wo ich wirklich so viele Stunden reingesteckt habe. Ja, und dann müsst ihr mal vorstellen, dann ist Folgendes passiert. Und es war wirklich unfassbar. Die Folge war zu Ende und ihr werdet im nächsten Teil erfahren, was es war. Schaltet wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.